Körperwissen. Masterclass of Body Health. Dein Podcast mit Heilpraktikerin und Coach Sabine Schade. Nimm deine Gesundheit in die eigene Hand. Hallo zusammen, heute habe ich wieder einen super interessanten Interviewpartner gefunden, den lieben Jan-Erik Flock, zurzeit wohnhaft in Freiburg, also quasi wie ein Nachbar von mir. Und er ist spiritueller Mentor, Sohn eines Schamanens, da bin ich mal ganz neugierig, was das alles zu bedeuten hat. Und ich glaube, am besten ist es, wenn du dich gleich von vornherein mal selber vorstellst, wie alt du bist und wie dein Familienstand ist, all das, was vielleicht interessant ist und so ein bisschen deine Geschichte, wo du herkommst, wo du gerade stehst und wo du gerne hin möchtest. Das ist so das, was wir rausarbeiten wollen. Und dann natürlich noch, was das Ganze mit Körperwissen zu tun hat, die Arbeit, die du machst. Das finde ich immer ganz wertvoll auch, dass ich Kollegen finde, die mich auch mit meiner Arbeit unterstützen, auch Wissen in die Welt zu tragen, Wissen um den Körper und um unser Dasein. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für eure Zeit. Sabine hat mich schon wunderschön angekündigt. Und wo fange ich am besten an? Also ich fange mal ganz am Anfang an. Das ist immer das Interessanteste, wenn man die Geschichte von Anfang an einer Person hört. Also ich bin ländlich bei Stuttgart aufgewachsen, in einem relativ behüteten Heim. Da war noch alles heile. Hatte relativ früh schon spirituelle Erfahrungen machen dürfen, wobei mir das damals so noch gar nicht bewusst war. Und das war tatsächlich durch meinen Vater, der nach dem indianischen Glaube lebt und der sich ein Leben lang weiterentwickelt hat. Und dadurch hat sich für mich relativ früh rauskristallisiert, dass wir etwas anders sind. Ich konnte es nie in Worte fassen, ich wusste nie, was es ist. Jedoch wurde ich dann, sobald ich mit meinem Vater in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, relativ schnell darüber aufgezogen, dass er anders ist als die anderen. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder aus der Kindheit, dass wenn irgendwas anders ist, dann hat man dann Aufhänger und dafür dann gehänselt. Ja. Gegen die Norm. Darf ich dich ganz kurz fragen, wie alt du bist, dass wir uns ungefähr vorstellen können, wann da dein damals war? Ja, also ich bin 89er Baujahr, ich bin 28 Jahre jetzt, verheiratet. Und habe eine kleine Tochter, die ist 4,5 Jahre alt. So süß. Und ich denke, das ergibt sich aus dem Gespräch, wenn ich so ein bisschen meine Lebensstory erzähle. Und dann wissen wir, warum ich eigentlich auch relativ früh, also mit 24, Vater wurde. Ich fühlte mich damals schon relativ gewappnet für diesen relativ großen Schritt. Und ja, jetzt rückblickend betrachtet auch eine große Lebensaufgabe, eine schöne Aufgabe. Das ist es. Okay, gehänselt warst du stehen geblieben. Gehänselt, ja. Man wurde gehänselt und damals war Spiritualität generell noch nicht so Mode, wie es jetzt heutzutage vielleicht ist. Und dadurch habe ich das immer so versucht, von mir abzustoßen, ne, abzugrenzen. Das gehört nicht zu mir, das ist mein Vater sein Ding, damit mache ich nichts. Ich war trotzdem immer erfreut, wenn er mit mir in die Aktion oder in die Interaktion gegangen ist und mich Dinge gelehrt hat, den Umgang mit der Natur. Das hat auch tiefe Spuren hinterlassen im positiven Sinne. Aber nach außen hin wollte ich das nicht zeigen. Es war mir wirklich peinlich. Im Alter von 10 Jahren haben sich dann die Eltern getrennt. Das kam ziemlich überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Es war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie schwer getroffen hat. Das war auf einmal nur eine Kehrtwende oder eine totale Umstellung, weil auf einmal der Vater nicht mehr da war. Und die Mutter, die hatte dann relativ schnell einen Freund. Und die war dann auch nicht mehr da. Und dann waren wir uns relativ schnell selbst überlassen. Aber mit 10 ist auch früh, ne? Ja, das hat man natürlich dann irgendwie ausgenutzt. Ne? Die Freiheit in den jungen Jahren hat Vor- und Nachteile. Das ging dann 1, 2, 3 Jahre gut, bis dann tatsächlich der Freund dann in das Haus gekommen ist, in dem wir lebten und mit uns leben wollte. War man nicht so begeistert von, aber okay, was willst du machen, du bist ja noch jung. Und wenn du wir sagst, ist das, hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, jüngere Schwester, genau. 11 Monate nur auseinander, nicht mein ganzes Jahr. Oh, okay. Ja, da war jemand fix. Und
dann hat sich das natürlich relativ schnell zugespitzt. Ja. Zwei Männer, ein pubertierender junger Mann, der hat seinen Kopf, der weiß, wo er hin will. Und dann auf einmal ein, in Anführungszeichen, Fremder, der ihm irgendwie den Weg weisen möchte. Und das teilweise auch auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und so kam es leider dazu, dass ich relativ früh sehr harte Gewalt erfahren habe. Und das Resultat daraus ist natürlich Frust und Zorn. Dahingehend wirklich, dass ich da versucht habe, ihn auch an den Pranger zu stellen über die öffentlichen oder die rechtlichen Wege, aber da keine Unterstützung erfahren hatte, mütterlicherseits, weil man kann keine Anzeige machen, wenn man minderjährig ist, das muss man wissen. Okay. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft in so jungen Jahren. Ja, vor allen Dingen auch, glaube ich, diesen Nicht-Rückhalt von der eigenen Mama zu haben, ist richtig, bestimmt auch super hart. Ne? Ja, also dann, im Prinzip wurde ich dann so zweimal im Stich gelassen, einmal die Trennung mit 10 und dann mit 14, 15 war es dann tatsächlich nochmal so und dann stand ich wirklich ganz alleine da und dann habe ich mir gesagt, okay, ihr könnt mich alle mal, und dann hat sich bei mir ein unheimlich tiefer Hass gegen die Menschheit entwickelt, gegen mich selbst, gegen alles. Und dann fängt man an zu rebellieren. Und dann geht man auf die Straße, man probiert alles aus. Also ich habe mir wirklich alles reingehauen, was ich in die Finger bekommen habe. Sprich Drogen oder was? Drogen, sehr intensive, exzessive Trips gehabt. Okay. Also es gab keine Grenzen. Und Auswandern war dann für mich ein Thema, weil ich wollte weg aus dieser Welt, aus der deutschen Welt, die mich im Prinzip im Stich gelassen hat. Und Kinder nicht unterstützt, die wirklich Probleme haben. Okay. Und bin dann natürlich auch öfters mit dem Gesetz in Konfrontation geraten. Musste auch mal hinter Gitter. Und, oh, spannende Geschichte. Ja, ich kenne einen Knacki. Es fällt mir, es war nicht lang. Das war, Gott sei Dank hat mich ein ehemaliger, sehr guter Freund meines Vaters aufgenommen, mir einen Job oder eine Ausbildung vermittelt. Ich bin mit 15 dann in die Lehre gegangen. Das mehrmals versucht hinzuschmeißen, aber die haben mich nicht gelassen. Was war das? Ich habe eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht. Das war das Einzige, das ich damals bekommen hatte mit derartigen Umständen und Schulabschluss. Den habe ich noch gemacht, weil ich mir bewusst war, dass ich so einfach schneller an mein Ziel Freiheit komme. Und da bin ich auch bis heute sehr dankbar, dass da irgendjemand die Hand über mich gehalten hat. Er hat es gesehen, ich konnte mich austoben in jederlei Hinsicht, krank machen, verschwinden, und irgendwie haben sie mich doch da durchgeboxt. Letzten Endes natürlich musste ich auch Leistung bringen, das hat geklappt, bin ich unheimlich dankbar für, und wollte dann einfach nur so weit wie möglich weg von dem ganzen Sog, von dem Schlamassel, den ich da erleben durfte. Und hatte mir auf die Fahne geschrieben, auszuwandern. Also mit in dem Jahr, wo ich wirklich bei der Polizei war, vielleicht noch mit einzubeziehen, ist dann tatsächlich so gewesen, dass ein Kollege von mir ausgewandert ist mit seiner Familie nach Griechenland. Das waren Griechen. Und ich habe mich gleich an die Fersen geheftet. Juhu, da gehe ich auch mit. Ja, ich gehe mit und schaue mir das mal an. Vielleicht bleibe ich auch gleich da. Da war meine Mutter dann wirklich so cool und hat auch unterzeichnet. Also bitte nicht falsch verstehen, ich habe heute das beste Verhältnis zu ihr. Und, das ist ja oft so. Ja. Und das hat mir dann aber nicht so zugesagt da drüben, und habe festgestellt, dass sie doch sehr arm lebten, und teilweise war dann nicht mal mehr Geld fürs Essen da. Oh, okay. Das hatte ich dann auch nicht, woher auch. Ich habe ja nicht wirklich Geld gehabt oder gearbeitet, und habe dann eine sehr schöne Liebe und Gastfreundschaft von den Griechen dort erfahren, was mich bis heute geprägt hat. Ja. Also diese innere Wärme, das Licht der Menschen, wenn sie sehen, es geht jemand wirklich schlecht, die fangen dich auf. Und das hat mir so viel Motivation und so viel Kraft gegeben, wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt rocke ich mein Ding, ich gehe weiter, bringe das zu Ende, mache eine Ausbildung zu Ende und dann adios, hau ich ab. Das hat auch alles geklappt. Mit 18 war ich dann fertig mit der Lehre, habe erstmal gesagt, okay, ich brauche ein bisschen Geld, ich muss irgendwie ein bisschen Geld zusammensparen, damit ich erstmal auch Flugtickets zahlen kann. Was habe ich gemacht mit dem ersten Geld? Ja, ich bin gleich weggeflogen und habe aber den Job noch nicht gekündigt. Jetzt guckst du erstmal, und war dann sehr viel auf Reisen, also 3-4 Mal im Jahr immer auf Fernreisen. War Minimalist, das bin ich bis heute sehr gerne.
Ich denke, man braucht nicht wirklich viel und wirklich besitzen kann man auch nichts. Mhm. Und macht auch nicht wirklich immer glücklicher, ne? Im Gegenteil. Also meine Erfahrung ist eher, je mehr ich besessen habe, desto unglücklicher und unzufriedener war ich. Das engt mich ein in meiner Bewegung. Wenn ich jetzt heute sage, ich möchte für ein Jahr in die USA, dann kann ich das einfach tun, wenn ich nichts besitze. Habe ich ein dickes Auto, ja, vielleicht noch irgendwie einen Kredit am Laufen, dann hängt mich das alles ein und ich fühle mich dann nicht mehr wirklich ganzheitlich frei, was eigentlich, denke ich, unser Urzustand ist. Und ja, nach 3 Jahren dann habe ich dann den Schritt gemacht und bin dann tatsächlich mal auf Weltreise gegangen. Habe witzigerweise 3 Monate bevor ich gestartet bin, meine heutige Frau kennengelernt hier in Deutschland, das war in Stuttgart. Und ja, dann haben wir uns schrecklich ineinander verliebt. Ich hatte natürlich nichts, ich hatte Tickets, Visums und bin gesagt, ich muss auf jeden Fall gehen. Und sie hat das dann auch richtig erkannt. Also wenn man jetzt hier behalten, den jungen Mann, dann wird der nicht glücklich. Dann wird er nicht glücklich und dann hält er mir das ein Leben lang vor. Und so tat ich, was ich tun musste und bin erstmal losgezogen und war bloß ein halbes Jahr weg. Und das war dann, ich bin nach Taiwan, von Taiwan nach Neuseeland und von Neuseeland nach Australien und wieder zurück nach Taiwan, um anschließend heimzufliegen. Weiter habe ich es gar nicht geschafft. Das war mir aber auch nicht wichtig, weil ich wollte erstmal klären, was da ist. Weil das Interessante in dem Moment oder in der Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt hatte, war, dass ich das erste Mal nach vielen Jahren wieder ein Zuhause hatte. Das war zwar in Frankfurt, sie lebt in Frankfurt. Aber das war auch die erste Frau, die ich in mein Leben gelassen hatte. Überhaupt meine ganze Jugend über. Es gab dann schon immer Frauen, aber nie ist irgendwie was Ernstes draus entstanden, weil immer so eine tiefe Angst des Verletztseins in mir war. Wieder verlassen werden. Wieder verlassen werden, wieder fallen gelassen. Und das war Heimat für mich. Ja. Und da habe ich mich so wohl gefühlt, also musste ich da zurückkehren. Das ist bis heute so. Wie gut, dass sie sich vorher noch kennengelernt hat. So, er weiß, wo du. Ja, dann wärst du woanders glücklich. Irgendwo auch anders, gut, ja, genau. Ich denke auch immer, nichts passiert ohne Grund und meine Familie ist auch unendlich dankbar, dass es jetzt so ist und dass ich wieder zurückgekommen bin, weil die haben nicht mehr damit gerechnet. Und das ist schon alles gut so. Ja, zurück in Frankfurt startete ich dann mein neues Leben mit Heimat und Liebe. Relativ glücklich und war dann aber getrieben von diesem Businessdruck in dieser Stadt. Ja. Und ich dachte mir, jetzt musst du was reißen. Jetzt hast du eine Frau, ja, jetzt schau mal in die Zukunft und wollen Familie gründen, jetzt musst du was reißen. Und ich habe mich so antreiben lassen, ja, von dem Geld verdienen, wie das ja heutzutage auch in dem Netz ganz gerne immer überall gezeigt wird. Du musst Umsatz bringen, wie du noch mehr Profit machst und so weiter. Ja. Und das hat mich so angefixt, dass ich dann ins Handeln gekommen bin und diverse Dinge, Unternehmungen gestartet habe. Also wir hatten auch eine erfolgreiche Immobilienfirma, die haben wir auch da gegründet und auch wieder beerdigt 2015, weil da kam die Maklerreformierung und wir hatten dann gesagt, das ist jetzt der Zeitpunkt zu gehen in einen ruhigeren, familienfreundlicheren Ort. So sind wir dann auch nach Freiburg gekommen, das war 2015 und während der Zeit habe ich mich so sehr von meinem eigentlichen Kern, von meiner Passion, von meinen Lebensträumen distanziert, dass es mir Monat für Monat, Jahr für Jahr immer schlechter ging. Trotz des Geschenks des Vaters werdens mit 14, das war 2013, habe ich mich immer schlechter gefühlt. Also war wirklich so, dass ich dann Vater geworden bin. Ich habe mich riesig gefreut, aber in dem Prozess dann, also jeder, der Kinder hat, kennt das. Es setzt einen Prozess ein, mal die einen gehen völlig auf in dem Job und die anderen gehen eher ein, ja, und verkrampfen und kriegen in Anführungszeichen Angstzustände. Bin ich der Situation gewachsen, was bei uns eben so in gewissem Maße der Fall war. Und diese Ängste gepaart mit dem Erfolgsdruck, was reißen zu müssen und Geld zu verdienen, hat mich in mein lieber Mann, riesiges, das ist ein Spannungsfeld, ne? Ja, ein Spannungsfeld und eine Abwärtsspirale. Also es ging dann wirklich so weit, dass ich permanent krank war und todunglücklich und aggressiv war. Das ist eine tolle Sache, ja, weil da kommen wir nämlich auch genau auf den Punkt, dass eben, das ist, was ich ganz vielen meiner Klienten und Patienten immer klar mache, dass eine Krankheit auch immer sowas mit als Ursache hat, ganz genau.
Schön, dass du das nochmal so rausgearbeitet hast auch. Und was hat dich dann, was war der Punkt, wo du eine Wende bekommen hast, durch was war das? Der Punkt, wo ich eine Wende bekommen habe, das war, also zum einen war es tatsächlich, das ist schwer, also den direkten Punkt rauszukristallisieren, war einfach, dass ich unheimlich viel probiert habe und immer nach dem Sinn gefragt habe und immer den Sinn gesucht habe. Und sobald etwas angelaufen ist, ich sofort gemerkt habe, sobald die ersten Euros reingeflossen sind in Unternehmungen, was ist der Sinn, was ist der Mehrwert, den ich jetzt hier für die Menschheit biete? Nichts. Und das habe ich immer relativ schnell gemerkt und das hat mich auch immer wieder enttäuscht, mit egal, was ich angefangen habe. Und dann habe ich mehrere Sachen einfach wieder fallen gelassen. Also es waren 4, 5 Unternehmungen, die wirklich auch angelaufen sind, wo Geschäftsbeziehungen entstanden sind, von der Tischlerei über Online-Projekte. Und ich habe es immer wieder hingeschmissen, um mich dann letzten Endes wirklich zu besinnen und sagen, warum machst du das eigentlich? Ja? Und was möchtest du wirklich? Was sind deine Wünsche? Und man kann da auch ganz gerne Laura Seiler nennen. Laura Seiler bin ich irgendwie zufällig drüber gestolpert über ihren Podcast und habe dann mal eine Folge von ihr gehört, dachte, hey, wird das bei mir ja ganz nett und noch eine. Und ich hatte dann eine Phase, da habe ich dann schon in der Schweiz gearbeitet und da ging es drunter und drüber auf der Arbeit und ich habe einen neuen Job und hier gesucht und ich mache dann auch immer so einen Bereitschaftsdienst, also ich bin im technischen Bereich tätig und da muss man eben in der Pharmaindustrie auch nachts abdecken, dass alles läuft und gewährleisten, dass es läuft. Und ich hatte zahlreiche schlaflose Nächte, ich war völlig fertig, habe noch irgendwie 1, 2 Projekte am PC gehabt und sag mal, wozu machst du das alles? Das kann doch nicht sinnführend sein, nur damit du jetzt hier ein paar hunderttausend Euro mehr verdienst. Und dann hat es auf einmal so ein Schalter bei mir umgelegt und ich habe gesagt, jetzt geh mal wieder zurück. Wer warst du damals, als du raus bist in die Welt, als du die Welt erkunden wolltest und sagst, du gehst so lange der Sonne entgegen, bis du weißt, wo du hingehörst oder bis du deinen Platz gefunden hast, wo du dich wohlfühlst. Und wenn das dein Leben lang dauert, ist auch okay. Und was waren deine Beweggründe damals? Und dann bin ich wieder zu meinem alten Ich, das sich aus meiner Jugend entwickelt hatte, gesagt, was hast du immer gepredigt? Ich war schon immer ein Typ, der gepredigt hat im Freundeskreis und die Leute haben mir auch Gott sei Dank immer Gehör geschenkt, das war immer ganz schön, weil ich sie immer gepackt habe, die Lebenssituation genommen habe, die Perspektive verändert habe, gesagt habe, so und so machen wir das jetzt und gehen wir zusammen da voran, ja, und das hat mir immer unheimlich gut getan. Und dann hat sich so eins und eins zusammen addiert und das hat sich dann so entwickelt. Ich sage, hey, Moment mal, du redest gerne, ja, du hilfst unheimlich gerne, das ist wirklich was, sehe ich einen Menschen mit einem Problem, juhu, ich stürze mich drauf, ja, das ist wirklich kenn ich. Ich renne drauf los und sage, hey, ich helfe dir. Ja, ich hätte da eine Idee, ne? Ja, ich hätte eine Idee, komm, lass uns zusammen umsetzen. Und als ich das so für mich entdeckt habe, dann bin ich wirklich zu meinen Freunden und Verwandten gegangen, auch zu meiner Frau und sage, sag mal, du siehst jetzt, war ja kein Geheimnis, dass mir schlecht ging, wenn du mir eine Sache zuschreiben würdest, was kannst du wirklich gut? Und dann sagt sie, ja, du kannst unheimlich gut helfen. Ja, egal, wen wir haben in der Familie, wie schlecht es ihm geht, du warst immer da und hast geholfen. Obwohl du ihn nicht mal kanntest, ne? Einen Tag kennengelernt, schon willst du helfen. Mhm. Sag ich, okay, geil. Durch die digitalen Medien dann habe ich natürlich parallel dann auch entdeckt, das heißt, ey, da gibt es ja auch tatsächlich Leute, die damit irgendwie Geld verdienen. Tatsächlich, ne? Ja, weil das wäre für mich das Unvorstellbarste gewesen, damit irgendwie mal Geld zu verdienen. Ich dachte mir immer, ja, du musst halt irgendwie einen Job machen, gutes Geld verdienen. Genau. Und das war der Punkt, der Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, und das ist noch gar nicht so lange her. Ja, und das ist auch echt das Schöne an der heutigen Zeit, finde ich, so, dass wir eben durch diese digitalen Medien, durch diese ganzen technischen Errungenschaften, die wir haben, so wahnsinnig viel Input bekommen können und auch Output geben können. Also das finde ich, das ist eine ganz große Zeitqualität, die uns miteinander auch verbinden lässt, wo wir ja sowieso alle eins sind, aber durch diese ganzen Gruppen und Facebook und Zoom und Skype und WhatsApp und was alles heißt, sind wir tatsächlich auch, was man natürlich beruflich finden, das viele ganz schrecklich, wenn man so ständig abberufbar ist,
Aber auf der anderen Seite bringt es auch ganz, ganz viele Vorteile, eben, dass Menschen sich ganz toll untereinander vernetzen können. Und es ist ja auch häufig so, dass wir nicht die passenden Leute so um uns rum haben. Also bei mir ist das gerade so in meinem unmittelbaren Umfeld, also außer Familie, habe ich da jetzt nichts irgendwie Greifbares hier im Ort, wo ich sage, Mensch, das ist ein Mensch, mit dem ich gerne meine Zeit verbringe und mit dem ich mich gerne austausche. Genau, deswegen das nochmal so als Ausflug, was ich möchte da auch mal so eine Lanze brechen, weil ganz viele Leute so schlecht übers, also komischen Leute, die ich kenne, reden teilweise so schlecht darüber, wo ich denke, ne? Also ich hatte zum Beispiel eben noch, war ich einkaufen zu Fuß und hatte eine Klientin am Telefon, also die hatte ein Vorgespräch, ein kurzes, also die hat halt so ungewollt angerufen, in Anführungsstrichen, und jetzt wollte ich die nicht abwimmeln, also bin ich mit der zusammen einkaufen gegangen, zu Fuß, zum Laden erstmal hin, und da kommt mir eine Frau entgegen, die sagt, mein Gott, das ist auch schrecklich, wenn man immer arbeiten muss und nie Ruhe hat. Und dann sage ich, nee, ich finde das überhaupt nicht schrecklich, weil das ist mein Geschenk. Die will was von mir wissen und ich habe diese Freiheit, ich kann dieses Telefon in der Hand haben, bin hier nicht gebunden. Und habe ja auch gesagt, wissen Sie, ich gehe jetzt zu Fuß einkaufen, in der Zeit können wir gerne, bis ich am Laden angekommen bin, sprechen. Und das hat wunderbar geklappt, ich habe einen Termin mit der ausgemacht, ja. Und also für mich ist meine Arbeit sowieso auch keine Arbeit. Also das ist ja das, was man immer wieder hört, richtig. Wenn du das findest, was dein Herz berührt und das, was dein Geschenk für die Welt ist und du das auspacken kannst und geben kannst, das was ist immer es ist, Punkt, ja. Genau, dann ist es auch nicht so erschöpfend. Ja. Ja. Genau. Und da kommen wir nämlich dann zu dir, du bist allerdings immer noch in diesen Zweiergespann, dass du noch deine, in Anführungsstrichen, normale Tätigkeit bei richtig. Der Pharmaindustrie, ja, die Basel, in Basel gibt es viel Pharma, genau. Zahlen ja auch gut alle. Genau, aber da bist du in der Technik, du machst also gar nicht die bösen Tabletten, die Leute... Genau, ich bin nur Mittel gibt ja auch gute, zum Zweck. Gibt auch gute ja. Mittel, ne? Also das muss man ja auch sagen. Genau. Es ist nicht alles schlecht. Und richtig. Aber ja, letzten Endes muss man irgendwo seinen Lebensunterhalt verdienen, gerade wenn man Familie hat. Absolut. Ja. Aber du bist ja auf dem Weg, das verändern zu wollen auch, ne? Absolut, ja. Also genau. mein Herzensprojekt ist einfach, also aus der Vergangenheit heraus, dass ich durch unterschiedliche Ups und Downs bin und sage, okay, man findet aber immer die Möglichkeit, sein Leben zu verändern. Und auch jetzt, also ich pendel jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde zurück, habe Arbeitstage zwischen 8 und 12 Stunden und finde trotzdem noch den Platz für Spiritualität, um mein Leben positiv zu beeinflussen und das Leben meiner Nächsten, also meiner Arbeitskollegen, meiner Familie. Und das ist eben so mein Why, warum ich rausgehe in die Welt und ich sage, okay, pass auf. Es ist egal, was du für eine Vorgeschichte hast, wie kacke das war, auf gut Deutsch gesagt, was du einstecken musstest und wie eng auch dein Zeitfenster ist. Weil ganz oft hören wir in der heutigen Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ja, Moment mal, du hast genug Zeit. Es ist bloß die Frage, wie planst du sie dir ein? Genau. Wo setzt du die Prioritäten? Und das ist eben so mein Go, wo ich sage, mit meinem Projekt Create Your Flow möchte ich Leuten helfen, die in ähnlichen Situationen sind, vor allen Dingen auch junge Familienväter und Mütter, die unheimlich wenig Zeit haben und die immer diese Ausreden haben, ja, ich muss doch nicht nachtrainieren, dann musst du eben früher aufstehen. Das kann ich dir sagen. Du musst früher aufstehen, um deine 20 Minuten zu meditieren, damit du mal zu dir findest, damit du in deine Kraft kommst. Und ich meditiere täglich und es gibt mir so viel Kraft und das hilft mir, sich zu fokussieren, gerade in stressigen Zeiten. Und ich mache das am liebsten relativ früh morgens, also ich stehe um 4.30 Uhr auf, damit ich einen Zug um 5.30 Uhr bekomme. Habe ein kleines Dankbarkeitsritual, was ich nur jedem wärmsten empfehlen kann. Ja, das einfach ist was Großes. In Erinnerung zu rufen, wofür bin ich denn heute besonders dankbar? Ja, wirklich mit so einem Highlight, was ist es? Heute bin ich zum Beispiel besonders dankbar für diesen Podcast. Das ist mein erster in dieser Form überhaupt. Und ich bin auch ein bisschen nervös, wenn man das vielleicht merkt. Nein, alles gut. Aber ja. Und keiner beißt dich. Ja, Gott sei Dank. Ja, und das ist eben, da möchte ich die Leute einfach wachrütteln und sagen, da ist mehr dahinter und wir haben alle genug Zeit. Ja, das und ist dann verbringe weniger Zeit vom Kaffeeautomaten und nimm dir die Zeit für dich, weil diese 20 Minuten geben dir genug Kraft für den Tag, um dein Leben nachhaltig zu verändern und auch das deiner Mitmenschen. Ja, das ist super, dass du das sagst. Also ich denke, dass ganz, ganz viele Leute einen echt stressigen Tag so haben. Was ich aber in meiner Arbeit auch als Coach oftmals feststelle, ist, dass das teilweise auch so ein Verhütteln ist, weil man keinen Plan hat.
Ja, also gut, Plan ist natürlich schon die Arbeit. Also wenn du da irgendwo um 8 Uhr sein musst und bist da bis um 5 oder bis um 6 oder so, okay, das ist dann natürlich getaktet und getimed. Aber ich sehe auch ganz häufig bei Frauen, die zum Beispiel nur 30, also in Anführungsstrichen nur 30% Jobs haben und 2 Kinder, also deswegen bitte nur in Anführungsstrichen sehen, und dann aber trotzdem zu nichts kommen. Also die verhüdeln sich so. Richtig. Und da habe ich jetzt festgestellt, so beim Coaching oftmals, wie hilfreich es ist, denen einen Plan zu machen oder beziehungsweise denen als Hausaufgabe aufzugeben, einen Plan zu machen. Ja? Und zwar auch Pausen. Also wenn jemand zum Beispiel so ein Tour ist, so ein Macher ist, der immer macht und macht und macht, dem ist es ganz wichtig zu sagen, plan bitte mal Pausen ein. Ja? Also plan zum Beispiel dann ein, um 9 Uhr machst du 10 Minuten Pause. 10 Minuten, die fehlen hinten nie. 100 pro, ja. Aber wenn du in den 10 Minuten zum Beispiel so eine Wechselatmung, die finde ich super interessant, die können wir auch nochmal drauf eingehen bei Zeiten, bei einem anderen Podcast vielleicht. Also das ist ein ganz einfaches Tool mit dieser Wechselatmung. Ich glaube, die habe ich schon mal in einem Podcast genannt. Das gibt dir Energie für 5 Stunden, ja. Man muss es ausprobieren. Ich glaube, das kann man wirklich nur nachvollziehen. Also man kann das mit dem Kopf nicht begreifen, dass 10 Minuten durch 2 verschiedene Nasenlöchern zu atmen auf einem gewissen Rhythmus, dass das irgendwie Energie geben kann. Es kann der Kopf nicht verstehen. Ja, definitiv. Ja. Hätte ich früher auch gesagt, nee, der hat einen an der Waffe, ne? Aber ich weiß das heute selber und ich kenne das und das sind ganz große Tools und für so Leute, die immer schaffen und immer machen und sich dann ausburnen, wie das so schön heute ja neudeutsch heißt, die sind alle, haben alle einen Burnout. Ja, warum? Weil sie eben genau diese Sachen nicht machen. Was sind da 2x10 Minuten am Tag oder eine halbe Stunde ja aufstehen, um 20 Minuten zu meditieren? Was ist das in der Summe eigentlich an Zeit? Ist das so wenig, aber für die Gesundheit so viel. Ist es so viel wert, so viel wert und vor allen Dingen in der Prophylaxe. Also ich sage ja ganz oft, wenn ein Kind schon im Brunnen gefallen ist, ist es so schwer. Und ich finde so wichtig, dass wir auch mal an Prophylaxe denken. Und mit solchen kleinen Tools wie 20 Minuten am Tag meditieren, was weiß ich, aktive Pausen einzulegen, um zum Beispiel eine Wechselatmung zu machen. Oder wenn das Wetter gut ist, was weiß ich, 10 Minuten draußen, keine Ahnung, tiefes Einatmen aus. Du musst gar nicht spazieren gehen 3 Stunden. Stell dich nach draußen, wenn du nicht gerade irgendwie an der Autobahn wohnst, und mache einfach tiefes Einatmen und tiefes Ausatmen in den Bauch rein, solche Geschichten. Füllt den Körper mit sehr viel Sauerstoff, ne? Dann Atem ist unsere Anbindung an Gott, also ist auch sehr spirituell. Nebenbei bemerkt, gerade mit intensiven Atemtechniken, wenn man sich jetzt auch Tiefseetaucher anschaut oder dieses Leistungs... Apnoe-Taucher meinst du? Genau, Apnoe-Taucher, die machen Atemtechniken und die übersättigen ihren Körper mit Sauerstoff. Das kann jeder auch gerne daheim ausprobieren. Also mal wirklich für 3 Minuten wahnsinnig tief einatmen, 5 Sekunden die Luft in der Lunge lassen und dann durch den Mund volles Rohr raus und dann wieder. Und das mal für 3 Minuten machen. Im Sitzen idealerweise. Man kann auch umkippen, ist nicht so schlimm. Du hast dann eher eine Überdosis. Und das ist ganz interessant, was für ein Effekt danach entsteht. Du hast Kribbeln bis zu den Zehenspitzen in den Fingern. Du wirst durchblutet, du hast eine Wahnsinn, Power, ne? Die Pupillen weiten sich. Hast du gesagt, 3 Minuten? Ja, 3 Minuten. Ja, aber guck mal, das kann jeder in seinem Büro machen. 3 Minuten. Das kann jeder machen. Und da holt man sich tatsächlich so Naturkicks. Ja. Das ist mit den einfachsten Mitteln überall jederzeit machbar. Ne? Wenn du müde bist, probier es aus. Mach es nur 1 Minute lang. Tief einatmen, ausatmen. Wenn du wenig Zeit hast, dann presse es rein. Ja? Also versetz dich in den Modus nach einem Leistungssprint, nach einem 100-Meter-Sprint. Ne? Wie atmet man dann? Das kannst du auch erzwingen. Das ist Muskulatur. Ja. Du kannst dich dazu zwingen und das pushen und auf einmal bist du auf einem ganz anderen Energielevel. Und ich denke eben, das alles in Kombination ergibt eine wunderschöne Zukunft für uns alle. Und mein Herzenswunsch ist es eben, die Leute wieder zurück zu dem Bewusstsein zu führen, dass das alles möglich ist mit einfachsten Mitteln, ohne irgendwie groß ein Fitnessstudio oder irgendwelche externen Hilfskräfte. Ja. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Genau, der erste Schritt ist Bewusstwerdung, ganz genau. Ja. Und ich glaube, dafür sind auch solche Leute wie du wichtig und deswegen müssen wir auch alle raus in die Welt, um den Leuten eben über Podcasts zum Beispiel auch so ein Bewusstsein zu geben. Mensch, hör mal hier, achte mal drauf. Und
dein Projekt finde ich total schön, wenn du sagst, das heißt Create Your Flow. Das heißt, dass du ja selber deinen Flow selber kreieren kannst. Also auch da wieder diese Eigenverantwortung. Das ist ja auch immer mein oberstes Thema, ne? Eigenverantwortung. Also bei mir ist es, nimm deine Gesundheit in die eigene Hand. Und bei dir ist es, nimm deine, weiß ich nicht, Freude, dein Leben in die eigene Hand. Und ja, in allererster Linie geht es wirklich um das Bewusstsein. Weil wir haben, denke ich, die letzten Hunderten von Jahren das Bewusstsein abgegeben. Wir sind, wenn man das auch beobachten, wir sind ferngelenkt. Ja. Also uns wird irgendwas eingetrichtert, ob das jetzt von der Lebensmittelindustrie ist, von der Pharmaindustrie, von dem Schulsystem, das sind alles irgendwelche Systeme, die aus irgendwelchen Gründen mal eine Zeit lang waren die bestimmt gut, ja genau. Richtig, ja. Und aber eine gewisse Zeit war das auch zielführend. Aber jetzt sind wir eben an einer Zeit, wo wir sagen, okay, wir haben einen gewissen Wohlstand, wir haben eine gewisse Grundbildung, Wissen ist überall jederzeit verfügbar. Ja. Was ist denn wirklich zielführend? Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Und da helfen eben Achtsamkeitsübungen, Meditation, um wieder zu sich selbst zu finden, um dann erst den Flow zu kreieren. Genau, um also, überhaupt zu spüren, was möchte man eigentlich? Genau, ne? Was bin ich, so wie du das eben gesagt hast, dieser Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, wofür bin ich eigentlich hier? Was kann ich eigentlich geben? Und jeder Mensch kann was geben. Und da kommt dann dieses Geben ist seliger denn Nehmen. Das heißt nicht, dass wir alles verschenken sollen, sondern dass dieses jemand anders etwas zu geben, das macht das für den was Tolles und das bereichert einen selber aber auch ganz enorm. Das ist was ich auch ganz oft sage, wenn ich sage, ja, natürlich kriege ich meine Leistung, meine Stunden bezahlt mit denen ich arbeite und coache oder die in meiner Praxis sind. Natürlich, aber das Tollste ist, wenn irgendwann einer mal zu mir kommt und mich in den Arm nimmt und sagt, boah, Frau Schade, seitdem ich jetzt das und das mache und so, mir geht's so gut, das ist so toll, das ist mehr wert als 1000 Euro. Ja? Richtig. Und das ist damit auch gemeint mit dem Geben ist seliger dem Nehmen, weil es einfach mehr Freude macht. Das heißt aber nicht, dass es nichts kosten soll. Das möchte ich nämlich auch mal sagen, weil wir haben gerade so eine, wir hatten es vorher im Vorgespräch auch, wir haben so eine Zeit, wo so unwahrscheinlich viel kostenloses, kostenfreies oder ganz low-budget Freebies, jeder ist auf der Suche nach einem Schnäppchen, Geiz ist geil, also da sind wir noch nicht raus aus unserem Kopf, die Mentalität. Und das ist es aber auch nicht, denn oftmals ist, was nichts kostet, auch nichts wert oder man gibt ihm den Wert nicht. Und dann ist es für einen selber wieder nicht wert, es dann wirklich auszuprobieren. Also jetzt nur über so einen Podcast irgendwie zu hören, mach mal Wechselatmung in deinen 10 Minuten Kaffeepause, ist was anderes, als wenn einer sich einen Coach bucht, der 10.000 Euro für ein Coaching-Paket kostet und der sagt dem das auch, dann macht er diese Wechselatmung 100%, während wenn er die hier jetzt im Podcast gratis hört, eher nicht. Ja, ich denke, es ist ein großes Geschenk mit den ganzen Freebies, die wir heute auf dem Markt haben, aber die Gefahr ist eben auch die, was wir auch aus dem Konsummarkt haben, dass wir eine Übersättigung haben. Ich denke, das ist auch ein Hauptproblem der heutigen Gesellschaft, dass wir alles jederzeit in Mengen verfügbar haben, dass die Leute oder die Menschheit teilweise wirklich schon gelangweilt ist und immer mehr braucht. Ja. Und wenn nicht jeden Tag was Neues reinkommt, dann sind sie frustriert und gelangweilt. Und nicht in der Freude und nicht in der Dankbarkeit, genau. Ja. Deswegen, das wollte ich auch nochmal sagen, das hattest du eben angesprochen, du machst so ein Dankbarkeitsritual morgens. Das mache ich auch. Also ich habe so ein 6-Minuten-Tagebuch, da sind, das machst du eigentlich die Augen auf und das erste, weil du denkst, juhu, tralala, danke, wie sagt Laura Seiler immer, ihr erstes Wort, was sie morgens, wenn sie aufwacht, denkt, ist als allererstes danke. Ja. Weil irgendwas wird sich schon finden, wofür man dankbar sein kann und nur, dass man dafür, dass man wach geworden ist. Richtig. Ja, oder man kann 3 Sachen aufschreiben und das wirklich ist manchmal auch schwer, wenn du das jeden Tag aufschreibst, vor allem morgens und abends. Dann frage ich mich auch, ja, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Und letzten Endes, man muss ja gar nicht diese großen, tollen Sachen, sondern dieses, ja, meine Güte, ey, weiß ich nicht, bei mir ist so, mein Sohn ist so tiefenentspannt mit 16, ey, hallo, der ist 16, ich bin total dankbar. Ja, oder mein Herz schlägt, oder mein Atem funktioniert, oder mein Kopf, ich finde, mein Kopf ist so mein großes, ja, ich will, ja mein großes Zauberding, der funktioniert. Und also deswegen, Dankbarkeit, einfach mal, sagen, wie sieht dein Dankbarkeitsritual morgens aus, wenn es nicht zu intim ist, die Frage? Nee, ganz gerne. Also oftmals falte ich einfach die Hände, also ähnlich wie in der Gebetsstellung der Buddhisten. Ich stehe dann immer in der Küche, weil wir haben eine Altbauwohnung, da ist recht kalt und ungemütlich morgens. Und dann stehe ich da, schließe die Augen und zähle mir dann einfach Sachen auf. Also ich habe da keine Nummerierung, manchmal wären es 10 oder 15 Sachen, manchmal sind es auch nur 3. Und wichtig ist einfach für mich, dass ich das jeden Morgen mache, weil das
das ruft mir einfach in Erinnerung, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich jetzt hier stehen darf und das tun kann, dass ich auch quasi schon wieder auf dem Weg in ein nächstes Leben bin oder ja, vielleicht derzeit nicht die Möglichkeit habe, das umzusetzen aus irgendwelchen Gründen. Also es ist ganz simpel, ich schreibe da auch gar nichts auf, also ich bin auch da Fan von Minimalismus und das einfach umzusetzen und man spart sich nebenbei auch noch ein bisschen Zeit, morgens vielleicht auch manchmal ganz interessant für den einen oder anderen. Ja, ein toller Tipp, genau, überhaupt einfach, ja. Es geht um Bewusstwerdung, ne? Nach wie vor, genau. Bewusstwerdung. Und die ist auch eben ganz wichtig, um auch gesund zu bleiben. Denn wenn ich immer in diesem Stress bin und immer nur dem nachjage, was man mir von außen vorschreibt, was am besten wichtig ist, jetzt zu konsumieren und noch ein dickeres Auto und noch, hast du nicht gesehen. Und ich finde das immer ganz lustig. Wir haben uns ja kennengelernt bei Find Your Flow in Basel bei so einem tollen Event. Super, dass wir uns da kennenlernen konnten. Und ich habe dich gesehen, du immer mit deinem Fahrradhelm. Also du pendelst also von Freiburg mit dem Zug nach Basel und hast in beiden Städten an den Bahnhöfen ein Fahrrad stehen. Ne? Ja, richtig. Ja, genau, deswegen. Das ist auch, übrigens nebenbei bemerkt, das ist auch Create Your Flow. Ich könnte auch den Bus oder die Bahn nehmen, aber ich sage mir, okay, ich habe generell schon wenig Zeit am Tag. Dann treibe ich wenigstens so etwas Sport und kriege Bewegung. Ganz genau. Strampel auch immer gut in die Pedale, ziehe somit wahnsinnig frische Luft in meine Lungen rein und bin unheimlich fit und motiviert morgens auf der Arbeit. Das sind so die Kleinigkeiten, die jeder beeinflussen kann in seinem Sinne. Oder du gehst irgendwo eine Runde joggen in der Mittagspause, mach die Mittagspause etwas länger, für eine halbe Stunde reicht schon, und gehst wirklich intensiv laufen, nicht nur so ein bisschen rumtrödeln, sondern intensiv laufen, und dabei bist du schon im Erschaffen deines Flows. Ja? Du tust dir was Gutes, und tust niemand dabei weh und kannst somit mehr Lebensenergie, ein längeres Leben idealerweise erschaffen. Ja, klar. Das heißt also, dein Projekt Create Your Flow ist sozusagen so ein ist das ein Kurs oder was wird das? Es wird einen Kongress geben, einen Online-Kongress, den wird es als Freebie geben, mit unterschiedlichen Speakern aus Spiritualität und ernährungstechnischen Perspektive, um einfach das ganzheitlich abzudecken. Bei mir ist es immer ganz wichtig, dass man alle Bereiche im Leben betrachtet, die Fortbildung, die Gesundheit, die Bewegung, die Spiritualität, weil alles zusammen ergibt eine Kugel oder bringt das Rad zum Laufen, wenn man das im Lebensrad betrachtet. Und im Anhang dazu gibt es dann auch einen Online-Kurs, ja, also der wird über mehrere Wochen gehen, der ist derzeit in Arbeit. Und wo ich dann konkret mit einer engeren Gruppe zusammenarbeiten werde, mit Live-Coachings und Tipps und Tricks, wie man das Ganze umsetzen kann in seinem Alltag. Genau, und das ist es nämlich. Also das genau in diesen eh schon vollgepackten Alltag einfach reinzubekommen, um da das Bewusstsein wieder zu schärfen für eben solche Dinge wie Ernährung, Trinken, Bewegen, Meditation, Mindset, genau, weil das letzten Endes, und deswegen finde ich das auch interessant eben für meinen Podcast, weil das eben auch zur Gesundwerdung beziehungsweise zur Gesunderhaltung auch beiträgt. Richtig. Also wir müssen ja, genau, wir müssen ja nicht immer erst krank sein, dass wir irgendwie zum Therapeuten gehen müssen, sondern es ist auch so kostbar, dieses ganze Wissen, dass es ja an uns selber auch liegt, dass wir gesund bleiben können. Und eine Krankheit ist auch kein Schicksalsschlag, und das ist auch eigentlich, kommt halt auch nie wie irgendwie der Blitz vom Himmel, sondern da arbeiten wir normalerweise Monate bis Jahre ganz fleißig drauf hin. Ich hatte auch heute wieder eine interessante Klientin, die junge Frau nach Brustkrebs, die dann aber auch schon erkannt hat, weil ich dann auch immer bitte, auch zu erzählen, was so vorher alles war, die dann auch erkannt hat, dass sie sich so über die Maßen erschöpft hat beim Arbeiten, und dass dann so Kleinigkeiten, so kleine Krankheiten auch gar nicht mehr helfen, irgendwie so als Warnsignal. Es gibt doch diese Schauspielerin, weiß gerade nicht, wie die heißt, so eine Kölnerin, die hat einen Schlaganfall bekommen. Die hat ihr dann ein Buch hinterher geschrieben, hat geschrieben, mit Schnupfen hätte es auch getan. Aber das ist das Problem, mit Schnupfen tut es nämlich eben nicht, weil wir so unbewusst sind. Ja. Wir müssen erst, und es gibt so ganz zähe Menschen, die müssen es so richtig ein mit der Kelle auf die 12 kriegen, bis die es verstehen. Ne? Ja. Und dann finde ich es schön, wenn es Menschen wie dich gibt, die Projekte starten,
Und da möchte ich einfach auch die Sinne für schärfen. Bitte nicht erst mit irgendwas zu beginnen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern eben genau im Vorfeld schon an sich zu arbeiten und mit kleinen Tools, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber große Wirkung haben, dann zu lernen oder auch dazu was beizutragen, gesund und glücklich. Weil glücklich sein gehört auch zum Gesundsein dazu, genau. Meistens sind es die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen, und es sind auch wirklich winzige Stellschrauben, die man eigentlich nur verändern muss, um großen Erfolg zu erzielen. Und wenn man das begreift, dann muss man gar nicht erst so tief sinken, dass einem wirklich gesundheitlich... Genau, ja, weil wir haben auch Transformationszeit, wir dürfen auch vorher lernen. Ne? Also es muss nicht jeder erst ganz unten landen, absolut, um Gottes Willen, ja. Dass er den Startschuss nochmal neu hören darf, ganz genau. Okay, ja, also meins wäre das erstmal so eigentlich relativ rund, oder gibt es noch was ganz Wichtiges, was du gerne sagen möchtest zu deiner Arbeit? Ach ja, ein Ding noch, nach meiner ganzen Sinnessuche und meinem Weg, hat sich jetzt wirklich für mich im Nachhinein herauskristallisiert, welchen Nutzen mein Vater, sein Glaube und seine Skills eigentlich haben. Und bin da sehr dankbar dafür, dass er mich das eigentlich schon relativ früh gelehrt hat und nie wirklich aktiv bei mir versucht hat, einzutrichtern, wie man das vielleicht aus so einer klassischen Vater-Sohn-Konstellation kennt, sondern mich meinen Weg hat gehen lassen, welcher bei Gott kein leichter war. Aber... nun jetzt, ich wollte schon sagen, am Ziel angelangt. Nach der Erkenntnis bin ich unheimlich dankbar dafür, dass er mir so eine große Hilfe ist. Mir eigentlich schon von vornherein, von meinem Kindesalter an, den richtigen Weg gewiesen hat und mich immer hinterfragen hat lassen, was machst du da und warum machst du das? Ja, also schön. Das, was jetzt heutzutage... Also diese Sinnessuche. Ja. Was ist dein Sinn? Ja. Genau, und da hoffe ich, dass das ganz viele Leute bei sich entdecken und auf die Suche gehen. Und es muss jetzt nicht jeder irgendwie Heiler oder spiritueller Lehrer werden. Nö, bestimmt nicht. Ganz wir brauchen auch genug andere Fachkräfte, aber man kann das diese Intuition mit in seinen Alltag integrieren und die Welt einfach ein Stückchen besser machen. Ja, natürlich. Also das sehe ich ganz genauso. Also es gibt wirklich, habe ich mal echt gesehen, wir hatten das mal, da so ein Müllmann, der hat so eine Freude bei seiner Arbeit gehabt, ja. Das ist super, ja. Und ganz im Ernst, also sollte das jeden Müllmann hier hören, Leute, wir sind so da, also ich bin so dankbar, dass es euch gibt. Ich meine, spätestens nach Neapel wissen wir alle, wie es aussieht, wenn die nicht arbeiten. Richtig. Also das ist ein Geschenk, dass wir solche Menschen haben. Und wenn sich da einer sagt, ich habe einfach Freude, die Scheiße von anderen Leuten wegzuräumen, weil ich weiß, das ist was ganz Wichtiges. Ja, super. Ja. Spitzenmäßig, ja. In dem Moment steckt er uns an, ne? Mit seinem Lachen. Genau, im Gesicht. Genau. Ja. Ganz genau. Und deswegen ist es völlig egal, was wir mit Arbeit tun. Tobias Beck ist auch so ein großer Lehrer, auch von mir. Und der hat gesagt... egal, was du tust, wenn du dich entschieden hast, es zu tun, dann tu es zu 100%. Und auch wenn du jetzt weißt, das ist nicht das, was du die nächsten 40 Jahre machen willst, aber jetzt in diesem Moment musst du es noch oder machst du es noch, weil du gerade noch keine andere Idee hast oder die andere Idee noch im Wachstum ist, trotzdem tu es zu 100%. Und ich glaube, auch das ist was, wo wir uns auch mit gesund halten können, weil dieses ewige Rumgenörgel wie Scheiße, jetzt ist Montag, hey, Mittwochs ist Bergfest und thank God it's Friday, das ist eine ganz bescheidene Mentalität, die auch körperlich einfach uns nicht glücklich und körperlich nicht gesund hält. Ja, genau. Das heißt also, wenn ich noch mal ganz kurz sagen darf, du bist also ein spiritueller Mentor, ja, du sagst, Motivation kann durch Spiritualität entstehen und würdest auch Menschen, nicht nur in diesem Online-Kurs einmal, sondern du würdest die dann auch bei Zeiten 1:1 eine Strecke begleiten, coachen und Mentoring machen, um denen klarzumachen, wo sind diese kleinen Stellschrauben bei dir? Also ich glaube, die Kunst ist es dann ja auch, das wirklich maßgeschneidert für eine Person hinzukriegen. Richtig. Also das so mit der Gießkanne ist eins. Ja. Aber ich glaube, das richtig Effektive ist, dass da maßgeschneidert 1:1 für eine Person. Genau. Und du guckst dir dann in dem Falle sozusagen, denke ich mal, den Alltag mit ihm an und guckst dann, wo was wie einzubauen wäre, was dann auch nach seinem Geschmack ist. Es muss ja auch so ein bisschen mir liegen. Ne? Ja.
Genau, also ich sage immer, ob jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, das entscheidet er, ja, weil ich letztens erst die Frage gestellt bekommen habe, wie möchtest du mir denn helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, das entscheidest du, ob ich dir helfen kann. Ja. Ja, aber wir können mal anfangen, du lernst mich kennen, ich lerne dich kennen, genau. Dann sehen wir, ob die Chemie stimmt. Und nicht jeder passt zu jedem Menschen. Ich biete es an, ich coache mittlerweile schon Personen nebenberuflich und werde mich in naher Zukunft auch in unterschiedliche Richtungen weiterbilden, weil das wirklich so mein Herzenswunsch ist, auch vor allen Dingen junge Leute dabei zu unterstützen, dass sie nicht erst genau, man muss nicht erst. Genau. Ich meine, Fehler sind gut, aus Fehlern wächst man. Ich sage auch immer, das muss man auch machen, aber eine gewisse Stütze, einen Mentor zu haben, ist bei Gott nicht verkehrt und man muss sich dafür auch nicht schämen. Ich denke, überhaupt nicht. Cool, was ich auch sehe, ist, dass die jungen Leute auch mittlerweile viel früher bereit sind, da auch andere Wege zu gehen und offen zu sein. Mhm. Und die müssen echt nicht erst auf die Schnauze gefallen sein. Also die schon recht schnell, das habe ich in der Laura-Gruppe mit diesen vielen jungen Frauen, habe ich das recht schnell gemerkt, wie schnell die fühlen, dass es so, wie es läuft, nicht gut läuft. Und das ist in unserer Generation, ich meine, ich bin jetzt schon 50 und ich sehe da 20- und 25-Jährige, die haben viel schneller das Gespür. Also wie gesagt, ich mit 30, meine Güte, spirituelle Themen, Bewusstsein, das waren noch nicht mal Fremdwörter, das gab es überhaupt nicht. Okay. Das war noch nicht mal ein Wort, ja? Also bei mir jetzt, gibt natürlich auch andere, die das schon hatten. Aber es ist nie zu spät, wie du siehst, ne? So, dann habe ich noch ganz kurze Fragen zum Schluss an dich. Mit Lehrer, wer dich da bis am meisten inspiriert hat, war ja, höchstwahrscheinlich, hast schon ein bisschen erzählt, ja auch dein Dad. Mit Abstand, ja. Also es gibt viele Mentoren, aber wirklich die tief sitzenden Anker, wie man das jetzt im NLP-Bereich sagen würde, die hat tatsächlich mein Vater mir gegeben. Also wegweisende Wegweiser, ja. Cool, cool, sehr schön. Okay. Gibt es irgendein Buch, was dich wahnsinnig inspiriert hat, wo du sagst, wow, das war so ein, auch nochmal so ein Game Changer? Ja. Gibt es einige, um es auf eins zu bringen. Dürfen auch zwei sein. Ja, nee. Also aktuell, das hat mich sehr positiv überrascht. Ich durfte ihn auch persönlich kennenlernen. Das ist von Neil Donald Walsh. Sein neuestes Buch, nicht das alte, das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Erneute Gespräche mit Gott. Das Erwachen der Menschheit. Das ist so für mich. Und vielleicht die Prophezeiung von Celestine. Okay. Fand ich auch sehr gut. Ja. Da haben wir uns ja kennengelernt bei Neil Donald Walsh. Ja. Toller Lehrer, toller Mensch, sehr inspirierend, hat eine wahnsinnige Energie, gleichzeitig extrem lustig und tiefenentspannter Typ, genau. Ja, Spiritualität muss heute auch nicht mehr so ernst sein, ne? Absolut, also auch es ist klasse. Zeit, dass wir das salonfähig machen, dass wir das jeden Tag leben. Ja, und dieses ganze Guru-hafte und so ist ja wirklich auch weg. Und da möchte ich auch jeden einladen, der sich bis dato noch nicht so viel damit beschäftigt hat und bis hierhin zugehört hat. Spiritualität ist nicht mehr das, was es früher mal war, so dieses Schweigen und alle meditieren nur den ganzen Tag und bewegen sich nicht und kasteien sich, weiß ich nicht. Also gelebte Spiritualität heutzutage. Richtig, das ist was du auch mit auf den Weg bringen willst, genau. Ja, da bin ich schon, genau. Was möchtest du den Menschen mitgeben? Schon fast die Antwort vorweggenommen, ne? Liebe, Lebensglück und viel Energie. Das ist so meine Passion, warum ich rausgehe, weil mir zu viele Menschen Leid tun im Alltag. Ja. Und ich denke, also ich merke das schon, wenn ich strahlend in den Einkaufsladen gehe und einfach nett bin, die Tür aufhalte. Heute Morgen, wunderschönes Beispiel, türkische Oma und Opa, sie waren total verwirrt am Bahnhof, sind sie jetzt richtig ausgestiegen oder nicht? Na, dann hält man für die den Zug auf, bis wir das geklärt hatten, ob sie denn richtig sind. Und das ist einfach so diesen Positiv-Vibe, den wir jeden Tag leben können. Und somit auch Spiritualität im Alltag leben. Genau, genau. Das ist tief spirituell und ich glaube, manchmal haben wir da einen falschen Begriff, auch was Spiritualität sein soll, genau. Was bleibt von dir, wenn welcher Fingerprint, welchen Fußabdruck hinterlässt du, wenn du eines Tages mal gehst? Schwere Frage, aber ich denke, also meine Intention ist es wirklich. Also ich habe mir mal jetzt auf die Fahne geschrieben, um 1 Million Menschen wirklich nachhaltig, positiv verändert zu haben.
dass sie wirklich irgendwie ein Buch von mir haben, wo sie gerne mal nachlesen. Also ich habe auch die Bücher dann immer vollgekritzelt mit irgendwas und das ist einfach so ein Ratgeber, dass da irgendwie ein Teil von mir als Mentor für meine Nachwelt auf der Erde bleibt, zu sagen, schau mal her, so kann man es auch betrachten. Und, super, ja. Sehr schön, genau. Und wo siehst du dich jetzt selber mit deiner Entwicklung in den nächsten 5 Jahren? In den nächsten 5 Jahren? Also ganz klar, nicht mehr in der Pharmaindustrie. Nicht mehr in Basel. Nicht mehr angestellt. Also ich möchte wirklich rausgehen, mein Ding machen, die Leute begeistern, in meine Kraft kommen, weil ich merke einfach, dass es auch schwer ist im Alltag, auch wenn man die Spiritualität hegt und pflegt, dass es doch kraftraubende Momente gibt und dass der Körper irgendwann auch mal an seine Grenzen kommt, egal wie gut ich ihn behandle. Und ich denke, wenn ich dann noch mehr in meinem Flow bin und das, was ich lehre, voll und ganz leben kann und da voll aufgehe, sehe ich mich in den nächsten 5 Jahren als Vollzeitlehrer und Coach und möchte darüber hinaus Seminare geben und Retreats. Das ist mein Ziel. Wunderschön. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll und du bist ein ganz wunderbarer Mensch und was ich dir eben unten auch schon mal gesagt habe, ich wusste nicht mit deinen Drogenexzessen, Das sieht man dir definitiv nicht mehr an, das hast du wunderbar ausgemerzt. Dankeschön. Also als Heilpraktiker sage ich dir antlitzdiagnostisch gar keine Probleme mehr. Das macht die gesunde Ernährung. Genau, das ist gesunde Ernährung, gesundes Mindset. Ja. Ein bisschen Bewegung, also bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad, Respekt, da darf ich noch viel lernen von dir auch. Ja, super. Jan-Erik Flock war es, der spirituelle Mentor und mit seinem Create Your Flow wird er mit Sicherheit noch von sich hören lassen. Also haltet die Augen auf, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und ich werde deine Sachen natürlich alles verlinken, deine Website, das Buch, was wir jetzt hatten von Neil Donald Walsh, das kommt in die Shownotes. Ja, und dann würde ich sagen, denkt immer dran, ihr könnt mehr als ihr glaubt und ihr könnt mit allen möglichen Sachen eure Gesundheit maximieren. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke, dass du uns zugehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Mehren deines Wissens. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Und wenn dir der Podcast allgemein gefällt, würdest du mich sehr glücklich machen, wenn du ihn abonnierst und mit 5 Sternen bei iTunes bewerten könntest. Danke dir dafür. Alle meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe sie mir doch bitte. Ich werde gerne in einer der nächsten Folgen darauf eingehen. Ich wünsche dir, bis wir uns wiederhören, eine wundervolle, freudige, aber vor allem gesunde Zeit. Deine Sabine Schade.